Egal wie man baut, am Lebensende jedes Gebäudes sollte nur ein Häufchen Natur übrig bleiben. Das ist der Anspruch vom Thalgauer Architekten Simon Speigner. Das Wort Nachhaltigkeit empfindet er schon fast als Unwort, denn Nachhaltigkeit sollte etwas Selbstverständliches sein. Alles, was wir in den Kreislauf bringen, was wir einbauen, wo muss irgendwann jemand entsorgen, darin ist Energie drinnen. Wenn ich zum Entsorgen auch wieder viel Energie brauche, ist das eigentlich nicht sehr klug. Wir fahren seit über 8 Jahren elektrisch, also damals haben wir die Elektromobilität, ist am Beginn war eigentlich zu nutzen angefangen. Wir können selber unsere Energie nutzen und die Sonne scheint, tanken wir unsere Autos auf, das macht irgendwie Sinn. Und das andere ist halt ja, dass wir natürlich hocheffiziente Häuser bauen. Einer der großen Meilensteine in Simon Speigners Architekturerfolgsgeschichte ist die Passivhaus-Wohnanlage Samermösel in Salzburg, für die er den Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit bekommen hat. Simon Speigners Material ist Holz, wie an seinem Arbeitsstandort in Thalgau unschwer zu erkennen ist. Hier, wo wir jetzt uns befinden, das ist, sage ich, mein Architekturlabor, das Kulturkraftwerk O456. Da bin ich selber Architekt, bin selber Bauherr, bin selber Nutzer, wo wir halt sehr viel Neues versucht haben auszuprobieren und ja, Erfahrungen sammeln, wie es uns damit geht. Ich habe damals, wie auf der Suche nach einem Grundstück war, die Chance gekriegt, ein Wasserkraftwerk an der Fuschlache mit meinem Partner zu bauen. Seit einigen hunderten Jahren wird da die Wasserkraft in Form von Sägemühlen, Mühlen genutzt. Wir haben jetzt ein hocheffizientes Wasserkraftwerk mit einer Kaplanturbine eingebaut. Wir nutzen da die Energie, die vom Fuschlsee in den Mondsee runterrennt. Also das schwankt natürlich je nach Wasserstand, aber wir erzeugen in etwa im Schnitt 300.000 Kilowattstunden im Jahr. Nicht so wenig, man muss auch das sehen, das ist nicht wie die Solarenergie nur am Tag, wenn die Sonne scheint, sondern das ist Tag und Nacht, wenn das Wasser rennt. Wer billig kauft, kauft letztendlich teuer. Davon ist der Architekt überzeugt. Denn oft werden nur die Errichtungskosten, aber nicht die Gesamtkosten im Blick behalten. Ich investiere vorher mehr, baue das hochwertiger, habe aber geringere Betriebskosten, also für Instandhaltung, Wartung, und ich habe vielleicht geringere Energiekosten. Zum Beispiel unsere Fassade am Haus ist eine Schindelfassade. Ein Zimmerer sagt, die wird zwischen 90 und 120 Jahren halten. Die ist für mich kein Thema mehr. Eine Kunstharzfassade auf Styropor, die muss das erste Mal in 10 Jahren sanieren. Und spätestens dann kostet es gleich viel wie unsere Schindelfassade. Und beim Entsorgen, das wissen wir noch gar nicht. Sein Tipp an alle Häuselbauer: nicht bei der Planung sparen und das Bauprojekt nicht nur auf die Jetztzeit, sondern als Gesamtprojekt bis zu seinem Lebensende betrachten und mitdenken. Sich ganz gut zu überlegen, ob ich das Haus am Bauplatz mitten platziere oder ob ich es vielleicht mit einem Nachbar-Zaunbau kombiniere. Damit gehe ich natürlich ressourcenschonender um, ich gehe sparsamer mit Grund und Boden um und habe vielleicht später mal Möglichkeiten, das Ganze zu erweitern. Weil das Bauen ist ja relativ einfach, wenn man weiß, was man zum Bauen hat. Aber diese Auseinandersetzung vorher, die muss stattfinden, die ist ganz wichtig. Architekt Simon Speigner ist mit seinen nachhaltigen, energieeffizienten Projekten in ganz Österreich ein echter Worldchanger. Wenn Sie sich für Tipps rund um das Thema Energiesparen in den eigenen vier Wänden interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.